Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen uns von hohem Ice Daddy Pro 4 angucken. Das ist ein Gimbal. Spiegelt ein bisschen, ich muss jetzt so ein bisschen weiter weghalten, damit man ein bisschen besser sieht. Das ist ein Gimbal für Actionkameras. Ich habe das Video schon mal versucht zu machen. Wir hatten auch schon ein Unboxing gemacht, alle drum und dran. Aber ich kann das leider mit die Software, die habe ich, ihr seht da, ist genau die gleiche Software wie im iSteady Mobil Plus, was ich gemacht habe. Ist genau die gleiche Software, gleichen Einstellungen. Aber die Actioncam von meiner Tochter unterstützt kein Bluetooth, dass ich das mit der Software, also mit dem Handy, dann verbinden kann. Das funktioniert leider nicht. Aber wir werden das jetzt soweit auch testen. Ich habe gedacht, das funktioniert, weil Wi-Fi hat es ja auch, aber das klappt momentan auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Ding da gerade Phase ist. Aber ich schraube erstmal das Stativ unten ran. Also das ist praktisch dieses kleine Bamsel, was ihr unten, was ihr in der Verpackung noch mit habt. Das könnt ihr aufklappen und dann könnt ihr das hinstellen. Ihr habt auch, wie gesagt, drei Kabel mit bei. Jeder hat diesen dicken Anschluss. Der ist für das Gimbal. So, ich sage immer gerne dazu, PlayStation 3 Ladekabel. Ja, also so ein dicker. Und auf der anderen Seite habt ihr dann praktisch die Möglichkeit, entweder nochmal so einen dicken oder einen normalen Mini-USB oder halt USB-C. Nee, verkehrt rum habe ich es jetzt gezeigt, das ist USB-C. Für die Kameras als Adapter. Weil dann könnt ihr praktisch über das Ding eure Kamera gleich beladen. Und dann haben wir noch einen einzelnen USB-C-Kabel zum Laden. Wir werden uns das jetzt aber erstmal anschließen. Wie gesagt, ich habe gestern schon ein bisschen rumgemehrt und rumgetestet. Hier in der Anleitung steht auch halt nur das Notdürftigste. Die Kamera soll nach vorne zeigen. Praktisch, das geht mit der Actioncam von meiner Tochter nicht, aber man kann es auch seitlich machen. So, ich werde mal gucken, dass ihr das dann halbwegs hier drauf kriegt, was ich mache. So, zoome euch hier noch ein bisschen ran. So. So. Also hier ist praktisch das Gimbal. Hier sind die Bedienelemente. Das drehe ich jetzt einfach mal zu mir. Und jetzt haben wir hier so ein golden, so ein kupferfarbenes, rötliches Teil. Das ziehen wir hoch, dann können wir das abmachen. So, wir drehen das am besten mal. So, dann können wir das vernünftig wegklappen. Und hier ist die Actioncam. Die muss ich jetzt gucken, wie ich die jetzt hier reinmache. So müsste eigentlich auch gehen. So. So, dann zieht das raus. Und macht das hier rein, zack, dann schnappt das da ein. Jetzt machen wir das mal an. Jetzt leuchtet grün. Jetzt ist es an. Und schon ist es bereit. Wir können jetzt hier praktisch mit dem Joystick komplett drehen. Ich muss das aber noch mal neu justieren. Das ist so doof. So. Zack. Ja, so ist besser. So, die Kamera an.
Achso, das war der Anknopf vorne mit dran ist. So. Zack. Und dann haben wir praktisch, jetzt versucht er gerade hier, also der steht jetzt auf mich. Und da funktioniert, das funktioniert auch, obwohl die Software nicht dran ist. Mit dem Ausgleichen. Und wir können auch noch, ja, nachjustieren. Zu, das, ja. Ich hoffe, ihr seht, dass es sich bewegt, aber leider. Jetzt ist es ausgerichtet. Also man kann wirklich viel damit machen. Das Problem ist praktisch, ja, die Actioncam von meiner Tochter unterstützt halt praktisch die Software nicht, dass man da dann halt einen Selfie-Mode machen kann und was weiß ich, dass dann halt auf dem Handy aufgenommen wird. Auch der Knopf ist ein bisschen doof. Das ist halt nur so ein Billig-Ding, was sie von ihrer Mutter gekriegt hat. Was leider nicht mit dem so hundertprozentig funktioniert, wie es eigentlich können sollte. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich habe ja, wie gesagt, das für Smartphone und das funktioniert so super mit der Gesichtserkennung und auch mit dem mit dem Gleichgewicht halten. Auch so läuft es butterweich. Der Motor zum Beispiel. So. Das track ich jetzt. Na komm. Er ist auch schon leer. Jetzt langsam die Batterie. Ich habe vorhin schon oder gestern halt noch eine ganze Weile rumgemacht und vergessen zu laden. Es an. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Dass also die Unebenheiten ausgleicht, obwohl die Software nicht mal verbunden ist. Wie gesagt, ich habe es nur eingestellt, jetzt gerade per Hand. Na gut, wenn ich zu hoch mache, dann kommt gleich die Linse wieder. Weil die ist hier vorne, dann zeigt er gleich die Linse wieder zu mir, deswegen ein Selfie machen will. Und da gleicht er dann aus.
Das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, mit dem Ding geht es. Also mit der Kamera von meiner Tochter. Ich werde auch gucken, dass ich noch in der nächsten Zeit irgendwie. Ich muss auch das erstmal noch laden und so. Ich werde auch zusehen, dass ich irgendwie in der nächsten Zeit noch eine Actioncam, eine vernünftige kriege, die da vielleicht kompatibel ist mit. Dass ich euch das besser zeigen kann. Aber momentan, leider, 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 kann ich euch das nicht besser zeigen, was mich selber auch etwas ankotzt. Ich habe mich so gefreut. Und die Große hat sich gefreut, dann hätte sie mit dem Gimbal ein bisschen rummachen können, weil die macht viel mit ihrer Actioncam. Die macht auch eigentlich relativ gute Bilder. Aber leider ist das nicht kompatibel. Was ich sehr schade finde. Also mit dem Gleichgewicht und so, das funktioniert super. Also das ist, wenn man das so per Hand einstellt, dann bleibt das auch so. Das funktioniert. Aber man hat halt nicht die Software zur Unterstützung, die man eigentlich bräuchte. Oder wegen Aufnahme oder so. Aber ja. Also empfehlen kann ich es euch trotzdem, weil ich weiß ja von der, weil die Software ist die gleiche Software wie beim Eye-Steady Mobil. Und die habe ich ja getestet. Und daher weiß ich, das funktionierte wunderbar. Aber wirklich wunderbar. Also daher kann ich mit gutem Wissen kann ich euch die auch empfehlen. Weil ich weiß, dass das funktionieren wird. Wenn die Kamera die passende ist. Aber die ist halt nicht passend genug dafür, leider. Aber naja, was soll man machen? Ich werde versuchen, dann auch eine Kamera zu kriegen, damit wir die noch testen können. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Auch wenn es halt nur ein kurzes Zeigevideo war, tut mir echt leid. Ich habe echt gedacht, ich kann euch mehr zeigen. Wenn ihr die Software sehen wollt, guckt euch mal mein Video zum Gimbal vom iSteady Mobil an. Da habe ich die Software gezeigt und auch gezeigt, wo was in der Software zu finden ist und was da alle drin ist. Ja. Das ist eigentlich die gleiche Software. Also ich habe ja getestet, also der QR-Code ist der gleiche und bloß, dass da dann mit Bluetooth halt ein anderes Produkt steht, was man verbindet, aber die Software bleibt dann halt gleich. Logischerweise. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.